So steht ihr vor dem Kanal, blickt auf die beiden nach unten sinkenden Leichen der ersten Symbionten, die ihr getroffen habt, und den verletzten Gabriel. Erschöpft, nass, aber zufrieden. Gabriel öffnet ein Ventil, lässt aus dem rechten Hosenbein das Wasser, was ihm in die Rüstung gelaufen ist, aus und fängt an, mittels einer speziellen Paste, eines speziellen Klebers seine Rüstung wieder zu versiegeln. Die haben uns lange genug aufgehalten. Wir müssen weiter. Seid ihr marschbereit? Jawohl. Jo, vorwärts. Bestätige. Ja. Diese Basis muss nicht mehr allzu weit sein. Ich werde wieder vorweggehen und schauen, ob ich unsere Feinde wieder bittere. Ihr hört den Kampfeslärm auch. Dieser Bezirk hier muss umkämpft sein. Es scheint, diese ganze Gegend ist ein reines Schlachtfeld. Diese Rebellen scheinen der PVS hier kräftig zuzuschalten. Wir sollten, trotz dass wir nun einige Strecke hinter uns haben, in der üblichen der Forge-Manier einen Anführer küren, der unseren Trupp anführt. Ich denke, Bruder Octavius würde sich sehr gut darin eignen. Sein Orden ist für eben diese Position bekannt. Ich stelle mich gern zur Verfügung, wenn ihr das wünscht. Irgendwelche Einwände? Solange wir marschieren, während wir besprechen, habe ich keine Einwände. Ich ebenfalls nicht, Bruder. Also lasst uns aufbrechen und dann können wir diese Diskussion und der währenddessen führen. Darf ich eine Frage stellen, meine Lords? Ja. Ihr habt alle schwarze Rüstung und ein silbernes Armteil, aber was bedeutet das auf eurer anderen Schulter? Da habt ihr alle unterschiedliche Farben und unterschiedliche Symbole. Ihr meint unsere Orden, oder? Ich weiß es nicht. Nun, wir tragen zwar unsere Uniform über oder unter der Flak-Armor, aber naja, man kann es eben an den Insignien erkennen. Also, ob man nun ein Feldmarschall ist oder ein General oder ein Mannschafter. Wir sind zwar alle Brüder, doch stammen alle von unterschiedlichen Orden ab. Einige von uns hatten mehr Glück mit ihren Orden und die anderen zu den Wolfs gehen. Bruder Gabriel, bitte, zügel dich. Achso, das ist, ihr kommt jetzt von verschiedenen Primarchen, oder? Das ist etwas, das wir normalerweise nicht gerne mit Menschen besprechen. Okay, dann verzeiht wieder meine. Das wollte ich nicht. Keine Sorge. Sollte euer Ende nötig sein, werde ich dies setzen. Durch die Hand eines Engels sterben ist mir wesentlich lieber als die eines schäbigen Xenos. Naja, ihr solltet euren Tod in eurer Pflicht suchen, nicht bei euren Verbündeten. In meinem Orden gibt es etwas wie Ehre. Und im Kampf zu sterben gegen den Feind des Imperiums ist die wahre Ehre, nicht unter den Waffen von Verbündeten. Ich habe kein Problem, diesen Menschen wissen zu lassen, dass ich aus der zweiten Kompanie des Dark Angels herrühre, dem sogenannten Ravenwing. Soll wissen, wenn es denn soweit ist, wer ihr Leben gerettet hat. Oh, hab Dank. Das ist sehr großzügig von euch. Kann ich denn auch noch einen... Ich glaube, das geht nicht, oder? Es gibt keine weiblichen Space Marines, oder? Nein, die Gensaat ist nicht kompatibel mit weiblicher Physiologie. Und ich bin nicht gläubig genug, um eine Sororita zu werden. Schade. Nun, ihr seid vor allen Dingen auch nicht jung genug. Wann beginnt denn das, die Ausbildung zu einem Astartes-Krieger? Mit 12 Jahren. Spätestens mit 14. Hm,
Naja, auf Cardia bekommen wir unsere ersten Waffen mit 5. Naja, und ich bezweifle auch eure Eignung. Was wollt ihr damit sagen? Dass ein Aspirant marschiert wäre mit gebrochenen Beinen und nicht getragen worden wäre. Ich wollte laufen, aber ihr sagt, dass ich euch aufhalte. Aber ich hätte es getan. Richtig. Vorgen sagt doch auch mal was. Also hättet ihr schneller laufen müssen. Das ist der Unterschied. Wir kommen eines Tages nach Fenris und du wirst sehen, was unsere Aspiranten durchmachen müssen, bevor sie überhaupt auserwählt werden. Ich denke, dass du nicht gläubig genug für eine Sororitas bist. Da stellst du dein Licht unter den Scheffel. Ich habe kaum jemanden getroffen, der gläubiger ist als du. Nun, aber vielleicht bin ich zu störrisch. Nun gut, wir sind dann eben keine. Ich wurde halt nicht vom Imperator auserwählt. Dann ist das halt so. Du bist auf Cadia geboren. Das ist eine der größten Ehren für einen Menschen. Das ist es. Für Cadia sterbe ich. Egal wann und wo. Ja, ihr habt eure Zukunft erkannt. Das ist eine wichtige Einsicht für einen jeden. Wisst ihr, die Cardianer sind so störrisch, selbst wenn unser Planet in Flammen steht und zerbrochen wäre, würden wir noch weiter kämpfen. Das prophezei ich euch. Möge der Imperator dies verhindern. Möge der Imperator es verhindern. Cardia hält stand. Fenris steht jedes Jahr einmal in Flammen. Und dann große Augen. Und dann kommt das Eis und vernichtet das Feuer. Und man sieht eigentlich vor lauter Giftstoffen überhaupt nichts mehr. Und trotzdem stehen wir und ehren unseren Planeten, unseren Primarchen. Also ich finde ja... unseren Ehrvater. Ich finde ja, Leman Russ ist einer der besten Primarchen. Weil, naja, also Worgen und ich saßen ständig in den Panzern drin. Deswegen ist Leman Russ der beste Primarch. Ich höre auf zu laufen. Wie bitte? Nehmt das zurück. Euer Mangel an Wissen ist verständlich. Das ist nun jämmerlicher Menschenverstand. Er hat nicht gesehen, was wir gesehen haben. Sie wissen nicht, was wir wissen. Gebt da nichts drauf. Ich gucke einfach nur die anderen Marines mit fragenden Augen an. Beendet sofort dieses sinnlose Geschwätz. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Die letzte Bastion imperialer Herrschaft auf Avalos, abgesehen vom Magistra-Distrikt, ist die PVS-Basis. Da der Großteil der Lord-Solmer-Division abgezogen wurde, gelingt dem verbliebenen Regiment gerade so, die Mauern der Bastion gegen die anbrandenden Wellen der Rebellen zu verteidigen. Wenn ihr ankommt von Süden aus, könnt ihr eine Bresche erkennen. Der Angriff der Rebellen, zunächst diszipliniert, dann immer selbstmörderischer, stapeln sie mittlerweile ihre eigenen Leichen als Sandsäcke vor sich auf, um dem Laserfeuer der PVS-Basis zu entgehen. Könnt ihr sie erkennen. Sie haben auch keinen richtigen Blick für ihren Rücken, als sie dann von hinten auf sie zumarschiert und sie erkennt. Die Horden der Rebellen, die dort stehen, feuern und dirigiert und kommandiert werden von Generälen. Ja, Brüder. Schwärmt aus vor uns und tötet sie alle. Setzt ihrer Heresie ein Ende. Ich öffne meinen Vox-Kanal auf die allgemeine Frequenz und sende an die Verteidiger der PVS-Basis. Hier spricht Bruder Octavius von den Ultramarines. Wir sind gekommen, um sie zu retten. Verbleiben sie auf ihren Positionen. So verstanden. Ultramarines kommen. Für Robot. Brüder, ausschwärmen, auf den Feind, keine Gnade. Niemals Gnade gegen die Verräter des Imperiums. Ihr könnt unabhängig vom Vox jetzt lautes Gebrüll von den Festungsmauern hören, wie sie dort nun einen Kampfschrei beginnen, rufen und die ersten, die euch auch schon entdeckt haben und jetzt anfangen zu winken.
Was würde ich jetzt für einen Panzer tun? Du sagst es. Du bleibst am besten hier, in Deckung. Morgens? Morgen, ich würde dir empfehlen, dass du bei ihr bleibst. So verstanden. In dem Moment ertönen die Geräusche meiner Kettenwaffe. Wieder Inni? Ja, gerne. Initiative. Schauen wir mal nach. Die Rebellen würfeln wieder ein W10. So, zum Verständnis. Octavius hat angedeutet, dass wir uns aufteilen sollen, ne? Und jeder eine der Einheiten. Ja, sowas, ne? Okay. Dann nehme ich die nördliche. Ich setze mich mal ein paar Schritte weg. Wir standen ja nicht alle miteinander, als wir Initiative würfelten. Ich glaube nicht, dass wir Händchen gehalten haben. Okay, dann beginnen wir mit den Rebellen. 12. Die drehen sich um durch das Gewinke auf der oberen, auf den oberen Festungsteilen. Könnt ihr auch erkennen, wie der Rebellengeneral kommandierend in Richtung einer Horde weist, die sich dann in Angriffsgeschwindigkeit setzt. Sie machen Sturmangriff auf eure Position, 24 Meter, und sie sind wieder ausgerüstet mit einfachen Nahkampfwaffen und mit schweren Maschinengewehren und einfachen Lasergewehren. Erste Aktion und die anderen werden weiter nach vorne schießen. Gabriel, 14. Ja, dann begrüßen wir sie mal mit einer angenehmen Salve. Eine halbe Aktion zum Zielen und die andere halbe Aktion zum Schießen. Das ist 30, das ist also ja knapp über 30, aber dennoch optimale Reichweite. Und mit der 10 ist das schön gelungen. Das sind dann wieder mehr als zwei Erfolgsgrade, das heißt, ich kriege 2 W10 zusätzlich. Ja, Schaden. Ja, das sind 32. Vorhin gab es die Regel, dass man den niedrigsten Würfel rausnimmt. Das ist nur bei reißend der Fall. Bei reißenden Waffen, ja. Gut, dann ist das bei mir nicht der Fall. Und zwar 32 Schaden gehen durch, explosiv. Und ich schieße auf diese Rebellenarmee, die auf uns zuschießt. Zustürmt. Alles klar, habe ich notiert. Dann kannst du davon ausgehen, dass die ersten 10 Stück durch dein Feuer gezielte Einzelschüsse sterben und mit explodierten Köpfen und Brustkörben irgendwelche Arme und Beine, die durch den Festungssand gespritzt werden, aufschlagen. Dann 11, Wilhelm. Ja, ich schließe mich meinen Brüdern an und schieße da rein. Das reicht nicht. Das ist immer noch eine große Horde plus 20. Ja, aber ich habe dann nur 61, also schieße ich trotzdem daneben. Gut, dann, du schießt mit deinem Sturm, also du wirst auf alle Fälle treffen, irgendwie spritzt vor den Sand und Dreck auf, sodass sie dann irgendwie getroffen werden, irgendwie Sand oder sowas und sie fallen hin oder werfen sich kurz hin, stehen dann wieder auf, nachdem die erste Salve über sie weggefeuert worden ist. Kannst noch einen Einzelnen sehen, der dann irgendwie einen Arm abgerissen bekommen hat, wird dann aber auch weiterlaufen in seinem Wahnsinn und Octavius ist drin. Ich glaube vor und werf eine Fragmentgranate in diese erste Gruppe. Ah, da hat jemand seine Theoretiker gelesen. 26 Meter, das müsste also gehen ohne Probleme. Ja, das reicht. Auf was wirfst du da? Auch auf BF. Ballistischer Wert, Fertigkeitswert. Das waren Fragmentgranaten. Das waren, glaube ich, nur 2 W10, ja. Vor allem haben sie E4, ne? Das ist das Wichtige, gerade gegen die Horden. Also ich habe E5 sogar eingetragen. Dann nehmen wir E5, ist auch gut. Fragment hat E5. Dann kannst du den Schaden auch schon mal auswürfeln, wenn du ihn irgendwo findest. Und wir können weiterspringen auf... Schaden ist 2 W10. 2D10 mit E5. Ja, also nicht viel, aber es ist nicht viel, aber es reicht trotzdem, um viele auseinanderspringen zu lassen. Sehr viel anders als der Beute sie explodieren lässt, wenn sie hier einfach symmetrisch auseinandergefetzt. Tordal. Ja, ich würde mit Jetpack in die Menge da hüpfen. Wenn denn überhaupt noch was steht davon, das ist jetzt gerade die Frage. Ja, die Horde hat noch eine Größe von 16, die Hälfte ist ausgedünnt.
Okay, weil die stimmen gerade auf uns zu, dann stimme ich auf die zu. Dann versuche ich erst natürlich meinen Engelschwingensturmangriff. Jetzt gucke ich erstmal, ob das klappt. Mit 72 muss ich gucken. Nee, das reicht nicht, also stürme ich nur mit meinem Sturm weg, mit meinem Waffen drauf zu. Ja, du stellst dich rein und versuchst mit deinem Kettensägenschwert dir Platz zu verschaffen. Die springen so ein bisschen auseinander und bilden einen großen Kreis um dich herum, sodass jetzt alle gemeinsam auf dich schießen können. Verwende zum Sturmangriff, muss ich erst einfach einen Standard Pilotangriff machen und danach kommt erst der Sturmangriff. Okay. Und den treffe ich. Sehr gut, dann sägst du zu und die ersten Köpfe, die rollen, Arme, die du absägst, Blut spritzt. 17, 21 wären das. 2, 3 weniger. Und dann ist Worgen dran, 5. Jo. Worgen, der zielt mit einer halben Aktion und schießt dann einen Einzelschuss. Und das sollte getroffen sein. Ja, die Horde ist nicht mal groß, aber das triffst du trotzdem. Und zwar mit 11 Trefferpunkten. Okay, dann bin wieder ich dran. Nee, gar nicht, 14. Gabriel ist vorher dran. Ja, ich bin vorher dran. Die Menge dort hinten scheint schon von meinen Gefährten, von meinen Brüdern ausgedünnt zu werden. Und ich springe über die Decke runter und setze zu einem Sprint an. So, man konnte Gewandtheitsbonus mal 6 laufen im Sprint, richtig? Richtig. Aber du musst auf den Gewandtheitsbonus noch plus 1 wegen der Servorüstung rechnen. Ach so, okay, dann 6 mal 5 sind 30, bin 24 gelaufen, dann komme ich ja fast bis zur Deckung. Okay, springst du zur nächsten Deckung. Dann bin ich jetzt dran. Ich habe noch wenige Verbliebene, die auf Tordal allesamt einprügeln. Es sind 13. Das sind nicht viele, aber da bekomme ich trotzdem einen weiteren W100. 99. Horde können nicht patzen, glaube ich, aber sie wollten sowieso gerade mit ihren provisorischen, primitiven Nahkampfschwertern, Keulen, irgendwie ein Eisenrohr oder was sie genommen haben, wollten sie auf dich einprügeln. Und das erste Eisenrohr prallt an deinem Keramit ab und springt ihm dann aus der Hand. Ja. Da passiert nichts. Dann schauen wir uns mal an, was die anderen machen. Der Rebellengeneral wird euch auf alle Fälle... er geht erstmal hier hin und Entfernung 50 Meter. Ja, würde zielen und schießen. Warum nicht? Er kann es ja versuchen. Auch wenn es nur ein Schuss ist. Doch, dann trifft er. Mit der 40 trifft er doch. Plasma, schauen wir mal nach. Auch auf die Entfernung. Dann bekommst du 2W10 plus 8 Energieschaden. Auf wen hat er jetzt geschossen? Auf den Dark Angel. Der kann noch ausweichen. Richtig. Hat noch eine Reaktion. Ja, das wären mal. 15 DS6. Das wäre nicht gelungen. Dann bekommst du 15 DS6. Deine Rüstung ist 10. Ja, plus schon. Sind noch 4 übrig und dann Widerstand sind 10 oder sind 8 oder wie viel? Sind 10. Also kommt nichts durch. 14er Schaden. Ein Schaden kommt durch. Okay, ein Schaden. Ein Schaden bekommst du. Ja, du merkst, wie sich die Plasmapistole heiß in das Keramit bohrt und einen Teil deiner Rüstung wegschmilzt. Auch wenn es ein kleines Loch ist, aber das wird auf alle Fälle den Maschinengeist deiner Rüstung verärgern. Dann der restliche, die brechen den Angriff ab und er dirigiert zumindest diesen Rebellenabschaum auch in eure Richtung. Und diesen auch, dann kreisen sie euch ein, die anderen schießen weiter. Ihr seid dran. Bruder Wilhelm, 11. Ich möchte die Horde direkt vor uns, obwohl da steht ja der Bruder schon drin, dann schießen wir mal auf wen anders. Wer ist denn noch in Range? Ah, die sind alle in Range, dann schieße ich auf die. Das sieht gut aus. Das ist doch mehrere Erfolgsgrade, wieder weil die große ziemlich hoch ist. 25. Gut, dann haben wir einen neuen Horde-Wert. Die ersten, die in blutigem Schaum zerspritzen und liegen bleiben. Zustand, tot.
nach Bruder Wilhelm 10 Octavius. Ja, das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Ist Tordal da irgendwie gefährdet? Sind das zu viele um ihn herum? Also die Horde ist 13, das sind dann höchstwahrscheinlich 13 Leute, ja. Also er kommt damit bestimmt zurecht, zumindest das letzte Mal kam er mit den Tyranniden zurecht. Ja, okay, gut, dann schieße ich auch mal auf die Horde da im Norden, 35 Meter, das ist kein Problem. Mache ich vollautomatisch. Das ergibt zumindest Sinn. Und baller mal los. Die Größe ist eine plus 30. Beziehungsweise jetzt ist es nur noch plus 20, aber sollte trotzdem getroffen sein. Ja, ich würde mal sagen, da treffen alle. Schaden. 4 Schuss A 28 Schaden. Plus DS5. 4 Stück 28. Ah ne, nur 24 Schaden, sorry. Ja, das ist bei der Horde dann egal. Vor allem deine 4 Treffen, alles klar. Nach Octavius kommt Tordal. Naja, ich habe ja hier noch so ein paar Münzlinge um mich rum. Dann würde ich jetzt meine 3 Angriffe machen auf die. Ja, stellt sich direkt in die Mitte und fängt an weiter zu sägen. Genau, ich lasse meine Kettenachse und mein Kettenschwert tanzen. Mit der 27 würde ich treffen beim ersten Mal. Mach dann meinen Schaden. Wären dann 24 Schaden. Beim ersten Mal. Beim zweiten Mal, jetzt muss ich tatsächlich gucken. Du trennst mit dem ersten Hieb direkt das Bein an der Hüfte ab. Das Ziel geht vor Schmerz heulend zum Boden, stirbt an dem Schock. Währenddessen hast du dich schon umgedreht und versenkst deine Säge in dem nächsten. Ja, der geht tatsächlich daneben mit 67. Ja, mit 85 geht auch daneben. Ich glaube, ich habe irgendwie die Größe unterschätzt. Ich glaube, mit denen habe ich noch gar nicht angegriffen, ne? Dann mache ich mal einen Nahkampfangriff auf dich. 13. Da schaue ich erstmal, ob die treffen. Genau, Punktlandung. Und dann machen sie ein W10 plus 3. Nee. Ich habe abgewehrt. Du hast abgewehrt. Okay. Dann kann ich tatsächlich noch einen Gegenschlag machen. Tu das. So, mit minus 20 würde treffen. Sehr gut, dann zersägst du sie zumindest auf diese Art und Weise. Dann 23 Schaden. Ja, reicht. Die nächsten, die tot zu Boden fallen, nachdem sie mit ihren kleinen Eisenstangen nach dir und deinen Beinen geschlagen haben, nach den Schwachstellen deiner Servorüstung, wenn sie dann irgendwelche entdeckt haben, fallen sie kurze Zeit später tot zu Boden. Dann ist Worgen dran. Jo. Worgen, der schießt auf den Rebellenabschaum, der jetzt so mittig sich befindet. Die greife ich an. Da schieße ich drauf. Semi-automatisch. Ja, auf die werden auf alle Fälle auch gefeuert. Ihr könnt erkennen, dass der PVS-Trupp Portica das 117. Planetare Verteidigungsstreitkräfte, die werden auch denen in den Rücken schießen und da keine Gnade kennen. Mhm. Mit der Größe der Horde von 30 zurzeit müsste es gelungen sein. Ja. Gut. Schaden. Dann treffen aber nur 2 Schüsse. Plüm. Hab ich so notiert. Oh. 14 Stück. Ja, da darf ich doch. Warte mal, ich muss gucken, ob der nochmal trifft. Weil sonst. Achso, weil du eine 10 gewürfelt hast, ja. Genau. Nochmal. Das treffe. Alles klar, dann nimmst du beim ersten 4 weg, dann beim zweiten Schuss. Der Imperator ist auf deiner Seite. Ja, vor allem macht Worgen mit seinen gezielten Schüssen mehr Abschüsse als Tordal. Was ihn weiter verärgern dürfte. Nächste Kampfrunde, Gabriel. Bruder Gabriel, ja. Kannst du den Anführer erreichen? Ist der in Schussfeld? Also er hat auf alle Fälle auch auf dich geschossen. Er hat auf mich geschossen. Okay, ich habe eine hohe Initiative. Sehe ich, was meine Gefährten machen, ob sie den Trupp hier angreifen wollen würden. Sonst würde ich natürlich auf den schießen. Aber wenn der Trupp mich angreift, dann würde ich nämlich natürlich den Trupp
entgegenwidmen, wenn meine Also Gefährten die stürmen jetzt auf alle Fälle, das übrig gebliebene stürmt jetzt auf dich zu, ja. Du kannst natürlich jetzt auch weiter über die Böschung springen und dann hier runter zu ihm laufen, das geht auch. Nein, da müsste ich ja an beide vorbei, das wäre dämlich. Ich halte zwar meine Stellung, aber... Das wäre löwenmutig. Ich stürme nicht einfach so rein. Nicht, weil, vor allem, wenn ich so viel Schaden bekommen habe. Da lass noch eine Granate liegen. Ich glaube, ich dezimiere hier erstmal den Trupp, bevor ich auf den schieße. Und zwar mit meinem Bolter. Ich schieße ich nehme eine halbe Aktion zum Zielen und schieße dann in der zweiten halben Aktion. Somit habe ich wieder einen Bonus. Und mache zusätzlichen Schaden, je nach Wurf. Mit der 30 habe ich dann wieder genug Erfolgsgrade, um die 2W6 zusätzlich zu machen. Und da ist leider keine 10 dabei. Aber 22. Dann verbleiben 18, dann bin ich dran. Und zwar fange ich an mit der von Tordal. Damit fange ich an. Das sind noch 11. Dann versuche ich mal wieder zu parieren. Ja, mach mal. Ja, ich kann wieder gegenschlagen. Gut, dann wirst du sie höchstwahrscheinlich auch wieder zu Ketten muss. Nein, ich hau daneben. Okay, 99. Ist das jetzt irgendwie, das ist dein Kettensingschwert? Mhm. Nein, erst nicht? Erst bei 100. Erst bei 100? Mhm. Die Kämpfe mit Nahkampfwaffen sind bei der Größe 2W10 plus 3. 14. Passiert höchstwahrscheinlich gar nichts, ne? Nee, aber ich hatte sie auch abgewehrt. Ich hatte ja nur die Chance, gegenzuschlagen. So, richtig gut. Aber auch bei 14 würde mir nichts passieren, ne? So, dann machen wir weiter mit... Ich lasse diese mal weiter stürmen. Dahin. Und der... Ja, ich bin mal ein Arschloch. Alle auf Bruder Gabriel.